Willkommen, liebe Zuschauer, liebe Fußballfreunde, Fußballherz, was willst du mehr? Zwei Top-Mannschaften, die sich hier gegenüberstehen. Ein gut gefülltes Stadion, aber warum sage ich das? Fußballherz, was willst du mehr? Naja, schauen Sie mal in den Himmel. Sonnenschein, blauer Himmel, kein Wölkchen. Es ist ein Wetterchen wie gemalt für ein unterhaltsames Fußballspiel. Es ist zweifelsohne eines der bedeutendsten Stadien in den Niederlanden. Die Johan Cruyff Arena in Amsterdam. Und nun die Nationalhymne von Dänemark. Hansi, wer ist für dich eigentlich die Schlüsselfigur des Spiels? Wenn dieses Spiel über Tempo-Dribblings entschieden wird und über die Geschwindigkeit auf den Flügel, dann wird mit Sicherheit Gareth Bale der Mann dieser Partie sein. Ja, ich denke, da muss ich dir recht geben. Ab geht's. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Ramsey. Davis. Ramsey mit der Chance. Ramsey hat auf den Pass gewartet, ist das schön reingelaufen, aber das war's dann auch schon. Spielt ihn gut raus. Den hat er. Flanke nach innen. Kopfball. Pausen. Hart, aber herzlich. Hier ist Ramsey. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Es gibt Eckball. Faustet ihn raus. Rüber, nach rechts. Hier kommt die Herren. Und die Tor! Unglaublich! Da ziehe ich meinen Hut. Chapeau, absolut überwältigendes Tor. Ein Tor wie ein Kunstwerk. Eine perfekte Hereingabe. Ein perfekter Abschluss. Das erste Tor der Partie. Eine hauchdünne Führung, aber wehe, sie ruhen sich drauf aus. Yusuf Poulsen. Priorität, so sieht es jedenfalls aus, das Spiel breit machen. Sieht ganz so aus. Was ist der Sinn dahinter? Also ich kann mir vorstellen, dass sie sich von diesem Spiel über die Flügel den größten Erfolg versprechen, weil draußen ist ein bisschen weniger Druck. Da haben deine Spieler mehr Zeit und mehr Freiheit und es sind Spieler, die damit was anfangen können. Bei wem der wohl landet? Allen. Bale. Toll gelöst. Ball kommt von, wie der sich hochschraubt. Perfekte Position, aber schwacher Kopfball.
Nur noch 5 Minuten im ersten Durchgang. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. Und hier steht's 1:0. Pausen. Damit ist die erste Halbzeit schon beendet. Das war stellenweise Fußball wie aus dem Lehrbuch. Hoffentlich spielen sie in der zweiten Halbzeit genauso weiter. 1:0, nur ein Tor trennt beide Mannschaften. Willkommen zurück zum Anstoß in diese zweite Hälfte. Ein einziges Tor macht hier bislang den Unterschied. Daniel Wass, das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Das nächste Mal müssen ihn die Kollegen vielleicht ein bisschen besser unterstützen. Er probiert es mal, schießt ihn auf, jetzt ist er drin. Sie spielen sich schon in einen kleinen Rausch. Sehr gute Schusstechnik, keine Chance für den Torhüter. Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den Ball genau dahin, wo der Ball hin muss. Einmalig, riesig, Kompliment. Jetzt schon ein einigermaßen bequemes Polster. Ja, ja, es sieht aus, als sollte das hier zu einer ganz einseitigen Angelegenheit werden. Heubier, die Chance. Stark gehalten. Heubier hat da wahrscheinlich gedacht, der Keeper wäre schon geschlagen, aber denkste. Es ist Zeit für neue Energie. Und nochmal Eckball. Den Ball weit rausgehauen. Da war er voll auf der Höhe. Hier ist Bale. Jetzt ist Übersicht gefragt. Man spürt das so richtig auf den Rängen, wie groß diese Erleichterung gerade war. Ein ganz wichtiges Tackling. Normalerweise macht man sowas nicht in Unterzahl, aber hier war es definitiv die einzige Option. Ab auf die Flanke. Dänemark mit viel Geduld, vielleicht sogar zu viel. Ja, der Schiedsrichter gibt Freistoß. Was für ein überflüssiges, was für ein dummes Foul ohne jede Chance auf Balleroberung. Christensen. Spielverlagerung auf die linke Seite. Da kommt der Ball. Das Foul war eindeutig im Strafraum. Die logische Konsequenz kann nur Elfmeter heißen. Das ist sicher das Letzte, was sie gebraucht haben. Den Fehler haben sie vorher gemacht. Er war auf dem allerbesten Weg zum Tor und sie konnten ihn nur noch so bremsen. Jeder Elfmeter ist ungefähr eine 75% Chance. Er hat sie nicht genutzt. Guter Flankenwechsel. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Ein Alleingang. Der kommt tatsächlich durch. Er ist vorbei. Denn kann gerade so mit Hängen und Würgen das Schuss.
Schlimmste verhindern. Wunderbarer Einsatz, ein sensationelles Tackling und das in einer solchen Situation definitiv keine Selbstverständlichkeit. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er daraus? Und das war's. Aus und vorbei. Eine absolut fantastische Vorstellung war das heute. Trainer und Fans werden mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Hansi, ich bin gespannt auf deine Zusammenfassung. Das haben sie clever und mit gutem Auge gemacht. Sie haben erkannt, durch die Mitte geht wenig. Also kommen wir so oft wie möglich über die Flügel. Sie machen es immer wieder stark. Der Gegner weiß, auf Außen beim Flügelspiel, da sind sie richtig stark. Aber trotzdem kann man es nicht verhindern. Und das ist das Ende unserer Nachmittagsübertragung. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauer. Vielen Dank dir, Hansi Küpper. Das Vergnügen war ganz meinerseits.